Kinderclub stellt vor. Das Malbuch. Der leichte Passagierhubschrauber. Seht mal, wir sind auf dem Dach eines Hochhauses. Auf dem speziellen Landeplatz steht ein kleiner und leichter Passagierhubschrauber. Lasst uns ihn ausmalen. Grau. Rot. Blau, orange, dunkelgrau. Wie schön! Dieser Hubschrauber bringt Menschen zu ihrem Ziel, aber nicht sehr weit. Schaut mal, drei Personen gehen zum Hubschrauber. Einer von ihnen ist der Pilot. Die zwei anderen sind Passagiere. Sie müssen dringend in ein anderes Stadtviertel. Alles ist bereit und der Hubschrauber kann starten. Der schwere Mehrzweckhubschrauber. Was für ein ungewöhnlicher Hubschrauber. Er ist ziemlich groß und hat zwei Rotoren. Wir müssen ihn ausmalen, um zu sehen, wohin er fliegt. Hellblau. Grau. Grün. Dunkelgrau. Schwarz. Grün. Das ist ein schwerer Mehrzweckhubschrauber. Er ist so groß und stark, dass er auf einmal 50 Personen mitnehmen kann. Oder auch eine andere Ladung. Das sind die drei Piloten. Sie steigen gleich ein und lassen den Motor an. Während des Fluges ist es sehr laut. Deswegen benutzen die Piloten spezielle Funkgeräte, die in ihre Helme eingebaut sind. Alle Systeme sind kontrolliert. Die Funkgeräte sind in Ordnung. Jetzt kann man starten. In der Stadt fand heute ein Traktorenwettrennen statt. Der große Hubschrauber holt die Traktoren ab und bringt sie in die Garage. Oh, sieh mal! Dort fährt der große gelbe Traktor. Hallo Traktor! Wir sind da. Auf dem Feld stehen die Traktoren fertig für den Transport. Der Hubschrauber landet gleich. Hinten hat der Mehrzwecktransporter eine spezielle Luke. Sie wird aufgemacht, damit die Traktoren in das Innere des Hubschraubers hineinfahren können. Einer der Piloten hilft beim Beladen des Hubschraubers. Er gibt ein Zeichen und der erste Traktor fährt hinein. Wollen wir zusammen zählen, wie viele Traktoren in den Hubschrauber passen? 1, 2, 3. Oh, schaut mal, noch ein Traktor. Es sieht so aus, dass er keinen Platz mehr hat. Was nun? Der Hubschrauber kann doch nicht wegfliegen und diesen Traktor hier lassen.
Ich glaube, der Hubschrauber will diesen Traktor auch mitnehmen. Aber wie macht er das? Wow! Unten hat der Hubschrauber ein spezielles Seil mit einem Haken. Vorsichtig hebt er den Traktor in die Höhe. Aus Sicherheitsgründen kann der Fahrer nicht in der Kabine bleiben. Das ist gefährlich. Und jetzt sagt mal, wie viele Traktoren transportiert unser Hubschrauber? Richtig, 4. 3 Traktoren sind im Hubschrauberinneren und noch einer ist am Seil befestigt. Der spezielle Transporthubschrauber. Oh, was für ein komischer Hubschrauber. Sieht so aus, als ob ihm etwas fehlt. Aber es ist alles in Ordnung mit diesem Hubschrauber. Denn das ist ein spezieller Transporthubschrauber. Gleich malen wir ihn aus und sehen, wie er arbeitet. Grau. Grün. Hellblau. Blau. Dunkelgrau. Schwarz. Rot! Dieser Hubschrauber transportiert verschiedene Güter und Technik. Dieser Laster muss über den Fluss zum anderen Ufer, aber es gibt hier keine Brücke. In diesem Fall kommt der Transporthubschrauber zur Hilfe. Da kommen schon 2 Piloten. Gleich lassen sie den Motor an, die Rotorblätter fangen an zu drehen und der Hubschrauber startet. Der Hubschrauber lässt das Seil mit einem großen Haken am Ende herunter. Fertig! Der Laster ist befestigt, jetzt kann der Hubschrauber ihn in die Höhe heben. Die Aufgabe ist erfüllt. Der Laster ist zum anderen Ufer transportiert und kann jetzt auf der Baustelle arbeiten. Der riesige Transporthubschrauber. Schaut mal, dieser Hubschrauber sieht ganz normal aus. Auf den ersten Blick hat er nichts Besonderes an sich. Oder? Lasst uns ihn ausmalen und dann erzähle ich euch etwas ganz Interessantes über diesen Hubschrauber. Grau. Grün. Hellblau. Dunkelgrau. Schwarz. Blau. Rot. Guckt mal, da ist der leichte Passagierhubschrauber, den wir am Anfang ausgemalt haben. Im Vergleich zum riesigen Transporthubschrauber ist er ganz klein. Der spezielle Transporthubschrauber ist viel größer als der Passagierhubschrauber, aber immer noch kleiner als dieser Riese. Und sogar der schwere Mehrzweckhubschrauber, in den 3 Traktoren auf einmal passen, ist kleiner als dieser riesige Transporthubschrauber. Hier kommen 2 Piloten. Seid ihr gespannt, wohin der riesige Hubschrauber fliegt und welche Aufgabe er hat? Seht selbst! Dieses Flugzeug hat eine Panne. Es kann nicht selbst zur Werkstatt fliegen. Das ist aber nicht schlimm.
Der riesige Transporthubschrauber nimmt ihn mit und bringt ihn zur Werkstatt. So, das Flugzeug ist befestigt, es kann losgehen. Kinder, ihr habt heute erfahren, welche Hubschrauber es gibt. Lasst uns sie alle nochmal anschauen. Das ist der leichte Passagierhubschrauber. Und das ist der schwere Mehrzweckhubschrauber. Das ist der spezielle Transporthubschrauber. Und dieser ist der riesige Transporthubschrauber.